So, unser Schokoku. Messi Schokoku. So, wie nennen wir die? Schoki? Wie wird Schoki geschrieben? Schoki. Oder CK? CK? Schoki? Wir werden die Schoki schreiben. Ich gucke mal, was schreibe Y. Ohne CK. Schokiku. Wieso? Und jetzt. Was ist das da? Wir können hier Nestle Kuh nennen. Nesquik Kuh. So, mal gucken, ob sie uns Schokoladenmilch raushaut. So. Das lacht über seine Finger. Ich bin selbst auf dem Bauernhof. Ganz genau. So, bleibt unsere Schoki-Kuh hier. Ist abgehauen. Unsere Schoki-Kuh ist weg. Wo ist die weg? Ah, da ist sie. Hallo. Hätte sie auch Olga nennen können. Geräusch, ey, das ist echt zum Abwühlen. So, ja, ich hab mir auch überlegt, so, ihr hättet mal ja auch schreiben können, ne? So kenne ich den ja eigentlich auch. So. Machen wir das. Nimm die Beeren! Danke. So. Jetzt gehen wir ein bisschen angeln noch. Oh, guck. Okay. Die haben sich gegenseitig angeguckt, haben sie verliebt und haben Sternchen gekriegt. Das ist schön. Das freut mich aber. So, das Pferd lassen wir noch da. Brauche unbedingt eine bessere Angel. Bei manchen Fischen ist das hier schon gar nicht mehr witzig. Ja, eine Sardine. Wo ist die Büchse? Noch eine Sardine. Ja, so ein Vieh. Geht mal hoch. Stimmt ja, hier kann man ja gar nicht runter. Ach. Kommt man überhaupt da rüber, also da runter? Verstehe ich nicht. Ich will da mal andere Seite hin. Muss da auch irgendwie gehen.
Verstehe ich alles nicht. Nadine, ne? Hm. Tut mir auch. Nadine. Na, ich bin also die Büchse noch voll. Wir waren immer da drinnen, 10, 12 Teile. Da hat sie noch nicht. Nadine, hey. Wie sind die ganzen Zwergviecher, könnt ihr immer wieder verteilen. Und ich könnte auch jetzt endlich mal, das mache ich jetzt, wenn ich hier aufgestanden bin, könnte ich auch endlich mal wieder zu den anderen Dingen. Weil die müssen ja auch jetzt endlich mal alle Lehrpunkte sein. Dahin. Da hoch. Waren. Und noch irgendwas? Hey. So, wenn ich denn jetzt da aufstehe, dann werde ich dann da gleich nichts mehr machen. Da hingehen. Jo, du spielst wahrscheinlich wieder Destiny, ne? Viel Spaß, Dragoline. Von der Herstellungsbrot. Ich muss jetzt noch alles reinpacken. Ja, dann viel Spaß, Dragoline.
Dass man das nicht automatisieren kann, ey. Milka-Kuh hätte ich die urteilen können. So, wie viel war das? 40 Gold braucht das Ding, ne? Was haben wir denn? Ja, so muss das nächste Gold sein. Vorweg. So, ab zur Hühnerin. Wofür ist eigentlich das, wenn sie denn volle Sterne haben, was nützt das eigentlich dann? Für Hagen. Nicht trächtig. Nicht grasend. Denn eigentlich, dass die denn besser sind für Preisebenen oder? So, und gibt's Schokomilch? Nein, schade. AWE, geht's gut. AWE hat Milch gegeben. Aha. Ich kann die waschen. Jetzt habe ich dann Futter geguckt. Ich wusste ja gar nicht, dass ich hier so waschen kann. So, raus hier. Oh, komm, verkaufen wir mal ein bisschen. Und weg hier mit dem Milch. Ja, auch weg. Auch weg. So, jetzt müsste es eigentlich schon abgepumpt sein.
Immer noch nicht. Ach komm schon. Ringbrunnen. Je mehr Kisten, desto mehr Platz, ja, ist logisch. Aber mit ohne mehr Platz drin als die anderen, oder? Gut. Rück. Nee, komm hier hin, schade. Das Büsche rechnet rot nicht hin. So, wir haben Mittwoch. Das heißt, ich kann mir gucken, wie wir jetzt den großen Stall bauen. Wenn wir unbedingt den größeren Stall haben. Okay. Oh, geschlossen. Neue Dinger. Hallo. Hallo. Voll plus das Band, ja. Ein rotes Band macht es gleich teurer. Hütschmüllverkacke. Alles sehr, sehr komisch aus. Ganz ehrlich, wie kommt die auf so eine Preise? Ja, man geht rough, ist ja genau. Aber wie kommt die auf so eine Preise? Guck dir mal die Preise an. Das ist ja unverschämt. So Accessoires, Brillen. Also, Blaumann. Boah, ist das schlecht. Das Lustige ist ja, hier, für einen Jungen, läuft. Das sieht irgendwie, ich glaube, wenn ich das den anziehe, dann halten die Automaten alle von der Farm fern. Ich 100% davon aus.
Das ist ja, du kannst ihn ja hier wirklich alt anziehen. Selbst wenn du ein Junge bist, du kannst ihn doch einen Rock anziehen. Ist ja traurig. Ja, als Junge. Läuft. Weiß nicht, was er dazu sagen soll. Ja, absolut, absolut, du. Boah, ich hätte vollkommen recht. Voll männlich, ne? Neueste Dame mit Namen Harald. Hallo, mein Name ist Harald, ich gehe auf Hachgel arbeiten. Die supermännischen Frisuren. So, man die aber ohne beklauen kann. Ach, aber kochen kann man für die, ja? Gucken wir mal hier im Bett. Oh, geht auch nicht. Glaube ich, die Augen oder so. Bin mir nicht mehr ganz so sicher. Was du da noch? Also Frisur und so, aber ich glaube, das schaltet man sie auch mal alle nach und nach frei. Okay. Münzen, wofür die Münzen sind, weiß ich auch bis heute nicht. Kriegt Münzen, kein Schwein weiß, wofür man die benutzen kann.